Der Vogel des Hermes, das bin ich. Meine Flügel zu fressen, zähmte mich. Hallo zu einer neuen Ausgabe, hier direkt von der Comic- und Filmbörse aus Hamburg. Bei mir steht oder sitzt der Schauspieler und Synchronsprecher Thorsten Münchow. Hi, willkommen hier. Grüß dich, grüß dich. Hallo, hallo, hallo. So, du bist die deutsche Stimme von Brendan Fraser aus der Mumie zum Beispiel. Genau. Dann Ice-T aus Law and Order, Special Victims Unit. Philipp Seymour Hoffmann habe ich gesprochen, auch in einer Reihe verschiedenen Filmen. Also über 1500 Filme sind es mittlerweile. Und Law and Order New York spreche ich jetzt den Lieutenant Tutuola, also Ice-T, wie du schon gesagt hast, seit nunmehr, 21 Jahren, glaube ich, sind das jetzt. 21 Jahre. Das ist kaum zu glauben. Ja. Schon fast ein Teil der Familie. The Legend. Und auch, was du gerade hältst, du sprichst Alucard aus der Mango-Serie, genau. Helsing, Ultimate und auch der Vorserie sogar. Kannst du ganz kurz mal sagen, wie bist du überhaupt zum Schauspiel und zum Synchron gekommen? Ja, ich bin im Künstlerhaushalt groß geworden. Meine Eltern waren Schriftsteller und mein Vater hat Regie geführt, Mutter hat Theaterstücke geschrieben und dann wurden die inszeniert. Und dann habe ich da das erste Mal gespielt. Mit 17 Jahren bin dann zu den Opernfestspielen engagiert worden in den Freischütz als Samuel. Ja, und dann war es eigentlich nicht mehr zu halten. Mein Vater wollte es ja auch gerne immer irgendwie verhindern, aber ich glaube, es ist gut, dass es nicht so geklappt hat. Jetzt bin ich 50 geworden, genau, und bin jetzt über 20 Jahre. Also mit 17 stand ich, glaube ich, das erste Mal, kann man sagen, auf einer Profibühne. Und mit 9 in dem Kinderstück hat mein Vater und meine Mutter so erfunden aus einem ihrer Kinderbücher, Haltet den Dieb, Tom, der kleine Detektiv, daraus haben sie Haltet den Dieb gemacht. Und dann stand ich mit 9 Jahren das erste Mal sozusagen auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Und jetzt mittlerweile, 1500 Filme synchronisiert, über 100 Theaterstücke gespielt, davon fast 60 Hauptrollen und knapp 100 Filme auch. Und da habe ich Bismarck gespielt. Achtung, jetzt müssen wir unterbrechen. Unglaublich, die Gegner. Das geht. Das ist live auf der Comic-Börse, da passiert immer viel Action. Finde ich auch, das ist ja witzig. Genau. So, wir haben ja hier von Helsing Ultimate die Reihe von Asimovs Rippenart. Die ist sogar zweimal synchronisiert worden. Einmal die klassische Serie und dann jetzt eben halt nochmal für diese Reihe. Mhm. Hast du dir dafür nochmal angeguckt, die erste Version? Natürlich. Natürlich, das machen wir immer. Und ich finde ja, also diesen Alucard liebe ich ja. Und ich wurde letztes Jahr zur Konichi eingeladen und da war auch mein Kollege Luigi Nakata und das war einfach toll. Also mit dem japanischen Pendant haben wir da, ich weiß nicht, an 3 Tagen innerhalb von 14 bis 16 Stunden, ich weiß es gar nicht mehr wie viel, 3.500 bis 4.000 Autogramme jeder gegeben und dann noch so nebenbei auch noch Telefone besprochen und so. Das war sehr witzig und Alucard ist Kult. Coole Sau, kann man sagen. Ja, coole Sau, finde ich gut. Ja. Wenn man jetzt das auch so sieht, dass ihr überhaupt auch als Dream Team eigentlich wieder zusammengekommen seid für diese zweite Serie mit Sandra Schand, mit Tina, jetzt bin ich wieder gucken mit ihrem Namen. Bitte. Der Schand, meinst du jetzt? Brahmann, Simone Brahmann. Simone, ja, ich meine, ich hatte ja. Ganze Simone, Zeit Traum. Falls du das hörst, du bist so geil, Simone. Du bist echt eine der besten Schauspielerinnen und Sprecherinnen, die wir in Deutschland haben. Ich liebe ihre Stimme auch. Ja, Blade Runner damals. Ja. Selbst in One Piece in der anderen Manga-Serie finde ich sie einfach poetisch. Sie ist einfach ein Traum. Und fandst du es auch gut, dass man wirklich sie nochmal zusammengesetzt hat? Oder habt ihr euch auch zusammengesetzt, um nochmal die Rollen zu besprechen? Nein, das gibt es heute nicht mehr. Also als ich angefangen habe vor 89 war das, jetzt lass mich nicht rechnen, das sind wie viele Jahre? 26 Jahre ist das her. Das verdankte ich damals Michael Habeck, der den dicken Mönch Berengar gespielt hat, im Namen der Rose, der sich mal ausgepeitscht hat. Der hat unglaublich viel synchronisiert und der hatte mich damals mitgenommen. So hat das angefangen und da standen wir noch zu dritt. Mein erstes Synchron war mit Klaus Kindler und G.G. Hoffmann, also sprich Clint Eastwood und Sean Connery vor dem Mikrofon unter der Regie von Arne Elsholz. Und heute ist das wirklich nur noch Fabrikarbeit, leider. Und wir versuchen natürlich da das Möglichste noch rauszuholen, weil die meisten interessiert es nicht mehr von den Playern da, von den Big Playern. Die hauen das Ding manchmal runter und du bist unglaublich unter Zeitdruck. Ich habe jetzt auch gerade wieder in 2 Tagen 8 Folgen Law and Order New York Special Victim gesprochen. Und das ist, da musst du sehr konzentriert sein. Ich bin froh, dass ich so lange dabei bin, dass ich einfach
das auch beherrsche, das darf ich glaube ich sagen. Und ja, das ist halt vorbei. Deswegen, weißt du, wir sind heute allein im Studio, auch jetzt, als ich Alucard wieder gesprochen habe. Dracula, finde ich auch so geil. Sag mal, wenn du wissen willst, was Alucard ist, musst du den Namen einfach andersrum mal aussprechen. Und so kam sie dann dahinter. Und ja, und jetzt machen wir das halt einzeln sozusagen. Wir werden geixt, heißt das. Und das war aber toll. Also es war wirklich eine sehr, sehr gute Regie. Und das hat Coda Entertainment damals gemacht und Johannes ist einfach ein klasse Regisseur. Und ja, jetzt sind wir damit durch und jetzt kommt die Leipziger Buchmesse, die Manga-Messe Konichi. Da bin ich echt Fan von den Leuten geworden, weil ich es so toll finde, mit welcher Aktivität oder mit welcher Finesse von mir aus. Ja, diese Kostüme nähen und machen und tun, das sind ja Kunstwerke, was da. Das ist beeindruckend. Ja, sehr beeindruckend. Ich war auf der German Comic Con in Dortmund, was da an Kostümen rumlief. Unglaublich. Also es ist unglaublich. Hochachtung für diese Menschen, die das produzieren. Ja, finde ich auch. Das macht ihr so toll. Das ist unbelievable. Und auch danke, dass ihr immer euch mit uns allen fotografieren lässt für solche Fotos, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Viele haben, ja, schlüpfen in diese Rolle dann und kommen endlich mal aus ihrem Kämmerchen raus. Ja, ich glaube auch bei der Konichi, als der Luigi und ich das gemacht haben, 4000 Fotos waren das locker. Ja. Kannst du dich auf irgendwelche Sprecher überhaupt vorbereiten? Also dazu zum Beispiel jetzt Brad Fraser oder Ice-T, gab es da Vorgaben? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, wir versuchen im Synchron immer sehr nah am Original zu sein. Das heißt also, als Brandon Fraser damals gecastet wurde, ich glaube, Airheads war mein erster Film, Mitte der 90er, da war es halt so, dass man auch danach schaut, dass der Klang des deutschen Pendants sehr nah an dem Original natürlich dran ist. Und das ist, glaube ich, ganz gut gewesen. Also bei Banderas war es fast identisch. Bei denen habe ich das Vergnügen gehabt, bei Banderas habe ich kennengelernt, mit der Melanie Griffith bei dem Verleih des European Film Awards, genau, in Berlin. Und die saßen am spanischen Tisch und er fragte mich, ich sagte ihm, dass ich ihn synchronisiere. Der wusste gar nicht, dass in Deutschland, dass er da nicht selbst sozusagen untertitelt im Kino läuft. Und dann hatte die Frau Griffith gesagt, ja, wie hört sich das denn an, wenn Sie meinen Mann sprechen? Da sage ich, passen Sie auf, Sie bewegen jetzt einfach mal die Lippen, Herr Banderas, you move your lips. Und wir machen es mal mit, ich liebe dich, I love you. Ich liebe dich, I love you. Das funktioniert sehr gut, ist sehr, sehr einfacher Satz, wo es einfach sehr einfach zu zeigen auch ist. Und ja, dann habe ich das gemacht. Da habe ich gesagt, jetzt schauen Sie mal Ihre Frau an. Und dann habe ich für ihn gesagt, ich liebe dich. Die hat so einen Lachkrampf gekriegt. Die ist ausgeflippt, die Melanie Griffith. Und so, Tony, he sounds like you, it's ridiculous. Und das war sehr, sehr, sehr komisch. Und er nahm mich dann beiseite und sagte, okay, ich sorge jetzt dafür, dass du mich künftig nur noch in Deutschland sprichst. Ja, machen wir aber einen Deal. Ich sagte, wie Deal? Ja, er wollte ein paar Prozente von meiner Gage haben, guter Geschäftsmann. Und dann habe ich ihm gesagt, was ich verdient habe, und dann kriegte er einen Lachkrampf. Das wollen wir gar nicht laut sagen. Es waren damals 1.800 Mark, also 900 Euro. Für die. Trotzdem viel Geld, aber es war in seinem Fall, er kriegt 100.000 zu der Zeit. Er bekam 100.000 Mark. Ich meine, du musst ja auch so sehen, wenn wir einen Film synchronisieren, heute zum Beispiel, du hast Law and Order New York Special, das läuft in ungefähr 9 Kanälen in Deutschland. Also Vox, RTL, Sat1 nicht, RTL 2, dann auf diesem ganzen Nitro. Ja, es läuft auf unglaublich vielen Sendern. Und ich meine, das ist Sendezeit, die wir für 3,50 dann bezahlt bekommen haben. Eigentlich schade, dafür, dass es so eine. Ja, deswegen macht es auch nicht mehr so viel Spaß, weil sobald du mal was erhöhst, dann wirst du blacklisted. Also ich meine, die haben jetzt auch Duchovny umbesetzt, wie blöd muss man denn da sein? Du kannst doch nicht die Akte X. Benjamin Völz ist nun mal der Beste. Also sorry, da kriege ich einen Ausraster. Finde ich auch toll, Charles Rettinghaus hat das gepostet. Was macht ihr? Das ist auch mal mit Pascal Breuer, der hat den Shah Rukh Khan. Dann haben die den in einem anderen Film einfach mal umbesetzt, weil wir auch mal ein bisschen sagen, ey, angemessen Gage zu zahlen. Dann bekam der einen Shitstorm. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, waren es 25.000 Mails.
Und dann hat er nur auf seiner Homepage gepostet, sorry, bitte schreibt an Koch Media oder wer es auch immer war, ich war nicht für die Umbesetzung zuständig. Die haben ihn ja richtig einen Shitstorm. Du arroganter Pinsel, was glaubst du denn, willst du nicht mehr Shao Kahn? Und dann hat er gesagt, Kinder, man hat mich umbesetzt. Sie haben es neu synchronisiert. Ja, das gibt es dann auch. Das gibt's langsam. Genauso schwer ist es ja, wenn jemand mal stirbt, wie jetzt Norbert Castell. Ja, das wird ein ewiger Fall. Nobby war einfach Norbert Castell. Einer, und der ist ja auch mit Mitte, Ende 80, sag ich mal, der klang ja wie ein 50-Jähriger. Anime und auch Realfilm, gibt es da Unterschiede, wenn man sie so bearbeitet? Oder? Nein, du versuchst halt dir, also natürlich in Anime oder auch in einem Cartoon oder Zeichentrick, wie auch immer du das nennen willst, versuchst du natürlich dieser Figur Leben einzuhören. Das ist klar. Bei einem realen Film, also mit realen Schauspielern sozusagen, die leben es in Anführungszeichen ja vor. Und dann ist es, finde ich, die Kunst des deutschen Synchrons, möglichst nah, ohne sich viel zu bewegen, auch wenn du dich prügelst oder vom Dach fällst oder sonst irgendwas, sehr nah am Original zu bleiben. Du hast jetzt Brent Fraser, Alucard und auch Ice-T. Wie unterschiedlich musst du mit deiner Stimme da variieren, um diese drei Personen, sage ich mal, hinzukriegen? Ja, das ist, ich bin ich. Also ich habe zum Glück ein recht gutes Spektrum und versuche mich halt in diese Figuren rein. Also als ich Ice-T angefangen habe, da war sogar der Wunsch des damaligen Regisseurs, ich weiß nicht mehr, wer es war, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich glaube, es war Peter Stein. Und das war das erste Mal, dass ich ihn da gesprochen habe. Und er hat gesagt, Mensch, das wäre eigentlich so geil, wenn man da so ein bisschen Richtung Bruce Willis geht. Also was eigentlich Manfred Lehmann ist, wunderbar. Ein Synchrongott, kann man ja schon sagen. Oder ja, synchronisch, ja, das ist ein Urgestein, das ist einfach toll. Das sind so, das ist auch wie mit Brückner oder so. Das sind einfach Hammer-Stimmen, Hammer-Charakter auch. Und ja, dann versucht man halt, da haben sie halt ein bisschen Bruce Willis, also so in die Richtung. Weil der ist auch immer so cool, wenn er selbst spricht oder spielt, was ich gesagt habe, durchspielt. Dann versuchst du sehr nah am Original zu bleiben. Wie läuft so was jetzt zum Beispiel auch ab bei den Synchronen, wenn du jetzt zum Beispiel Lord Order nimmst? Du schaust dir die Clips an, wie er den im Original spricht? Und früher, früher haben wir sogar die ganzen Filme im Vorfeld bekommen. Da konntest du richtig reinschauen. Heute werden ja sogar zum Teil, ich weiß, bei Herr der Ringe oder Harry Potter, da hast du nachher nur noch den Mund gesehen, damit die jungen Kinder nicht irgendwie rumerzählen, wie der Film ausgeht oder was irgendwie auch. Ein bisschen merkwürdig ist, weil die Bücher kennt man ja, also kann der Film nicht so groß abweichen, aber man hat halt, um das geheim zu halten, ich habe das auch schon gehabt mit Brendan Fraser, da haben die mich sogar mal in einem Studio in Berlin durch so einen Detektor durchgejagt, weißt du, so einen Metalldetektor, ob ich irgendwo eine Kamera dabei habe. Ich sage, sag mal, nee, habe ich nicht. Ich bin hier zum Arbeiten, ich will das Ding fertig machen, wenn es geht. Und wir nehmen das auf, weil die haben so eine Angst. Es gibt ja so viele Raubkopien. Es gibt ja Synchronkopien, die sind gerade fertig. Dann kannst du die schon irgendwo im Netz sehen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Also das sind ja auf jeden Fall nicht wir Schauspieler. Nein, ich staune auch über die Sachen, wie schnell die immer wieder rauskommen. Ja. Hat sich dadurch, dass ja diese US-Serien teilweise wirklich zeitgleich mit Amerika oder Amerika und Deutschland schon erscheinen oder zwei Wochen später Walking Dead zum Beispiel. Ja, genau. Auch die ganzen, da war ich auch oder jetzt dabei, eben super, halt ja. Viele Serien wie jetzt Criminal Minds oder auch jetzt Arrow, eine halbe Staffel ist in Amerika gelaufen gerade und beziehungsweise. Ja, das geht da, es geht glaube ich in erster Linie, wenn ich da richtig informiert bin, ich will euch nichts Falsches sagen, aber es geht wirklich um Raubkopien. Die wollen halt die Gefahr einer Kopie möglichst gering halten. Und deswegen sind wir waren bei Law & Order New York, gab es mal eine Zeit vor, ich weiß nicht, vor 3-4 Jahren, da waren wir, glaube ich, gerade mal noch 3 Wochen hinter dem Original. Also, und ich meine, die hauen das ja runter, eine Folge Law & Order New York wird in, glaube ich, 5 bis 7 Tagen gedreht, sowas in den 3 Jahren. Verändert sich dadurch das Synchron? Muss man schneller sein? Oder? Nein, du musst vor allem Nerven behalten. Also es wird vieles schneller. Wir hatten früher, ich weiß noch, als ich angefangen habe, da haben sich die damaligen Cracks schon beschwert. Also bei 150 Take am Tag, das hört jetzt langsam mal auf. Mittlerweile sind es 240, 300. Also time is money. Und ich habe jetzt Law & Order gesprochen oder synchronisiert, deswegen, ich sage auch bei mir, ich bin kein Sprecher. Sprecher sind die von den Nachrichten und die werden auch mal schlechter, finde ich jedenfalls, aber ganz unerträglich. Und, aber egal, ich bin Synchronspieler. Ich bin Schauspieler, Synchronspieler und Stimmspieler. Also ich spiele ja mit meiner Stimme und das ist mein Job. Und deswegen
Ja, das ist, es ist hart geworden, weil sie wirklich die Zeiten unglaublich eingegrenzt haben. Der Tonmeister, mit dem ich gestern noch im Studio war, hat gesagt, lass mich noch eine Viertelstunde länger machen, dann sind wir schneller fertig mit dem Ding, auch morgen, dass ich überhaupt nach Hamburg konnte. Und der musste dann um 18 Uhr bis 2 Uhr morgens nochmal ins Studio. Also in Berlin gibt es fast ein 24-Stunden-Nutzungsstudio-System. Das ist ja richtig verändert gegenüber Fabrik. Ja, Fabrikarbeit, ja, leider. Wie siehst oder wie wichtig findest du die Synchronisation überhaupt in Deutschland, dass wir Filme synchronisieren? Denn immer mehr auch Stimmen in Amerika, natürlich kommt von der Produzentenseite, wohin Untertitel mehr bevorzugen und auch diese Pay-TV-Sender überlegen, ob man eher Untertitel... Wird schwer. Ich glaube, das wird schwer. Also wir sind nicht Skandinavien, wir sind... es gibt ja viele Länder, wo das wirklich so ist. Also als ich in... Ich arbeite ja als Schauspieler und als Regisseur. Ich habe Theater auch in Schweden inszeniert, in schwedischer Sprache wohl bemerkt, ist ja logisch. Aber da bin ich auch ins Kino gegangen. Da ist ja fast alles untertitelt, also was ich auch nicht schlecht finde, weil dadurch kommst du auch näher an die Sprache ran. Aber ich denke mal, bei über 85 Millionen Menschen wird das vielleicht, also die Angst, die ging immer, kursiert immer wieder mal, weil es natürlich auch trotzdem immer noch ein Arbeitsmarkt darstellt, vom Cutter, vom Studio, vom Aufnahmeleiter, Produzent, was weiß ich nicht alles. Es ist ja ein ähnlicher Betrieb wie beim Drehen vom Film. Also du hast es ja im Endeffekt so, dass du viele alte Hasen, die sprechen, auch wenn sie in Synchron gehen, also morgen drehen wir die Folge 1 bis 8 oder so. Die reden vom Drehen. Ne? Und deswegen, ja, ich glaube nicht, dass das so schnell ist. Was ist eigentlich für dich persönlich gute Synchronisation? Möglichst nah am Original. Und es gibt ja andere Synchrons, das sind aber meistens auch sehr preiswerte Produktionsstätten, wo ich mich frage, die brauchen Scrabble, um mir einen Namen zu schreiben. Also sorry, muss ich leider auch sagen, aber ich will jetzt auch nicht als zu arrogant rüberkommen, aber es gibt schon ein paar Studios, wo du einfach weißt, it's quality. Also wir müssen halt einfach das versuchen zu halten und das ist schwerer denn je, weil Angebot und Nachfrage, die Preise purzeln manchmal so in den Keller, dass du gar nicht mehr eigentlich, für das Geld kannst du gar nicht mehr synchronisieren. Ich würde es ja ein Hobbyprojekt fast, wenn man es so will. Dann. Ja, weil auch viele jetzt so von so Quereinsteiger reinkommen, aber sollen sie machen. Also ich meine, dadurch wird es nicht besser und man sieht einfach, wenn Profis am Werk sind, oder Waren vor allem, das wird einfach, das hat eine andere Power. Guck dir Alucard an. Oder mein Helsing ist exzellent gemacht. Auch ja. Beate Pfeiffer als Regisseurin und Kollegin hat da einen tollen Job gemacht. Wenn man jetzt sieht, du bist Synchronsprecher und natürlich auch Schauspieler, aber auch hast auch Dialogregie schon geführt, Dialogbücher geschrieben. Hilft das, wenn man diese drei Gebiete ja überhaupt gemacht hat, dass man besser wird auch als Synchronsprecher, weil man Verständnis für alle sieht? Ja, das ist, in der Ruhe liegt die Kraft und als Profi musst du Nerven bewahren in der kurzen Zeit, in der du manchmal Filme heute zu synchronisieren hast und zum Teil auch die Bücher nicht besser werden dadurch und ich dann dazu neige, einfach die Texte dann schon im Studio umzutexten, weil ich sage, komm, das lassen wir mal. Hm? Ist manchmal. Noch mal zu mir annehmen, ganz kurz. Mhm. Bist du Manga und Anime-Fan überhaupt? Ja, das kann man schon sagen. Nee, ich finde das schon geil. Ich bin ja, Entschuldigung, klar bin ich das. Ich bin ja damit groß geworden. Also, als ich klein war, vor 40 Jahren, da kam Biene Maya. Das ist für mich eigentlich so ein Manga. Nils Holgersson auch. Sindbad, das ist auch Sindbad. Wer war denn das? War doch Jan Odle war, glaube ich, Sindbad als Kind damals. Ist heute Will Smith und andere, ne? Das ist ein Naturtalent, einfach ein Hammer. Das ist Hammer, großartig. Hammerkollege, ja. Die wurden alle in Japan produziert, zwar für Europa, aber dadurch sind sie mal... Oliver Striezel auch, den habe ich gestern zufällig in einem Drogeriemarkt getroffen. Der macht jetzt die Karl-May-Festspiele, spielt ja den Bösewicht und da freue ich mich schon drauf. Und der ist auch hier in Helsing. Ne? Ja. Aktuell machst du die Poetry-Opera... Poetry. Mein Sohn macht Poetry Slam und ich mache die Poetry Opera. Erzähl mir einfach mal was darüber. Du, das ist eine Idee gewesen. Seit meiner Studienzeit bin ich mit den Liebesgedichten von Pablo Neruda groß geworden. Und in dieser Zeit, in der wir heute leben, wenn ich die Nachrichten anmache, ich schaue sie nicht mehr, weil ich es nicht mehr ertrage, weil wir irgendwo da nur auftanken, aber eigentlich mithelfen beim Bombardieren.
Wir haben nur Krieg. Also ich habe gerade auch hier, als ich die Autogramme vorne gegeben habe, mich mit jungen Menschen und auch älteren Menschen unterhalten, immer nur negativ. Warum kann man nicht auch mal ein paar positive Nachrichten vermelden? Und da kam ich mit Wiltrud Weber und Enrico Ugarte und meine Wenigkeit auf die Idee, lasst uns doch mal Pablo Neruda machen. Das haben wir aufgenommen. Vor 2 Jahren haben es immer innerhalb der letzten 2 Jahre auch weiterentwickelt. Und daraus ist mittlerweile ich in der Richtung eines Cirque du Soleil, weißt du, wo ich einfach gesagt habe, ich habe eine, die Petra Lange am Seil kennengelernt, die tanzt in 15 Meter Höhe, jetzt ist das Theater nicht so hoch. Also wir sind jetzt sozusagen eine ganz spezielle Preview, wo wir einfach gesagt haben, lasst es uns mal ausprobieren. Dann die Maike Fietinghoff tanzt mit ihrem Partner. Und Freddy Jans ist ein ganz fantastischer Studiomensch auch und vor allem ein ganz toller Musiker. Und jetzt hat sich da so eine Gruppe gefunden mit auch der Irina Rosanowski, wo wir hier auch Bilder hängen, weißt du, wo ich mal die Malerei mit dem Gesang, mit der Musik, mit der Liebe Nerudas, der Poesie Nerudas, ja, dem Tanz und der Artistik, also ich verbinde gerade so 7 auf einen Streich, verschiedene Kunstgattungen und bringen die auf die Bühne, um daraus ein Theaterprojekt, daraus ist ein Theaterprojekt entstanden, einer ja, ganz besonderen Güte. Und vor allem Liebe in der Zeit, wo alle nur vom Krieg sprechen. Und hier, wie ich jetzt auch auf die Manga-Messe gekommen bin, da habe ich den Tim Krüger und seine Freundin damals kennengelernt. Und der arbeitet jetzt auch mit, der macht jetzt zum Beispiel Marketing. So entstehen Freundschaften über die Liebe. Ja. Wahnsinn. Und das ist, findet ja jetzt hier in Hamburg am 8. März statt. Ja. Geht das dann auf Tour? Ja, wir machen jetzt hier Hamburg ist einfach eine Hafenstadt. Hamburg ist das Symbol für Freiheit, der Hafen für Freiheit und auch eine Stadt, die unglaublich zerstört war und aus dem Nichts wieder hochgekommen ist. Und ich denke, das ist so, hier ist eine Energie in Hamburg, ist natürlich auch in Berlin, aber in Berlin oder auch von mir aus München oder so, das sind ja auch alles zerstörte Städte. Warschau war auch kaputt und ich meine, wir müssen uns das mal alles vergegenwärtigen, wie es hier vor nicht mal 80 Jahren ausgesehen hat. Und dafür ist Hamburg für mich einfach der Ort schlechthin. Mein Sohn lebt hier, der hat das Kollektiv 22 vor einigen Jahren gegründet mit dem Daniel Schütter und macht tolle Musik. Die sind in der Schanze groß geworden. Meine Tochter ist jetzt hier, die Antonia Münchow, hat jetzt gerade vor ein paar Tagen das Thalia-Theater gerockt, aber nicht das Thalia-Theater, das nennen sie hier Brutkasten in der Gaußstraße, wo Schauspiel und Thalia sich da die Bühnenräume teilen und eben der Nachwuchs. Und das fand ich auch den Hammer. Also ich bin da ganz stolz auf meine Kids. Mein Sohn hat jetzt auch hier die Hafenkante gerockt vor 2 Tagen. Das fand ich auch toll. Also es entwickelt sich was. Und das alles kann eigentlich auch nur, weißt du, was aus der Liebe entstehen. Ja, in der Liebe steckt die Kraft. Ja? Aus der Mitte der Welt entspringt ein Fluss. Ja? Wahnsinn. Synchronsprecher waren früher nicht genannt in Filmen und sehr geheim. Jetzt ändert sich das, die Leute fragen nach, manche sind schon fast Popstars geworden. Du hast ja auch einige erwähnt, wie Benjamin Völz, der ja ein Idol durch Fox Mulder geworden ist. Ja, David Nathan durch die Stimme als Johnny Depp. Und, ja, toll. Hättest du das je gedacht, dass, also ich meine, du bist Schauspieler, aber trotzdem, dass diese Leute auch mal gezogen werden und dass sie Autogramme geben? Du, das glaube ich, das ist ein Ding. Ja? Das andere Ding ist, dass die Menschen, die du gerade aufgezählt hast, das sind alles Vollprofis. Das sind auch Schauspieler. Und das stimmt eben nicht ganz. Es gab eben die Schauspieler, die das eben vor 50 Jahren schon gemacht haben. Oder von mir aus auch vor 60 Jahren. Ein Wolfgang Kieling, ein Wolfgang Völz, ein Harald Juntke, was kaum einer weiß. Harald Juntke war mal die Stammstimme von Marlon Brando. Ne? Die Faust im Nacken. Ich weiß gar nicht, war es auch, glaube ich, sogar auf Meuterei auf der Bounty. Das sind alles Schauspieler. Wir sind ja Schauspieler. Du wirst ja nicht Synchronsprecher, weil du da auf der Straße daherkommst und so machst Synchron, sondern du musst den Beruf. Früher hat man auch wirklich Wert darauf gelegt, dass die Leute den Beruf können. Vor allem können und beherrschen. Und dann können sie auch mal vor ein Mikrofon. Es gab auch da richtig Prüfungen noch. Und, was nicht ganz stimmt, ich habe das nämlich jetzt gesehen in vielen alten Spielfilmen, da wurden die auch genannt. Im Nachspann zumindest. Aber ein Harald Juntke, ein, ach Mensch, wie heißt er jetzt, die Stimme von James Dean, bin ich jetzt... Da bin ich jetzt auch gefragt. Ja, das gibt's doch jetzt Jack nicht. Lemmon mit Georg Tomalla. Ja, Georg Tomalla zum Beispiel.
Jetzt, das darf jetzt aber echt nicht wahr sein, dass mir das nicht einfällt. Die Stimme, ich blende das nachher ein, die Stimme von James Dean, die Deutsche, das kriegen wir noch irgendwie raus. Dietmar Schönherr. Jetzt haben wir es. Dietmar Schönherr, die Stimme von James Dean. Ja. Raumschiff Orion, hallo, ja. Da waren sie alle dabei. In Raumschiff Orion siehst du, die, wenn du so willst, die Synchronelite des deutschen Synchron. Ja, das war's. Mittlerweile, ja, durch die Fans gibt es ja auch viel Feedback. Nimmst du da was für dich selbst auch manchmal mit? Und, ja, klar, das ist doch immer toll. Also man lernt ja nie aus. Also ich habe auch gemerkt, dass jetzt zum Beispiel beim Manga war das besonders interessant. Was mich aber auch am meisten freut, dass auch auf der Manga-Messe in Kassel eben, auf der Konichi, die Leute wirklich gekommen sind und haben gesagt, endlich, das ist Helsing, der erste Manga, der mal richtig geil synchronisiert wurde. War für mich ein großes Lob. Und vor allem, wenn die dann alle sagen, oh, da waren ja, wie viel, ich glaube, 4.500 Menschen. Und die sagen, und alle im Chor, Thorsten, wir lieben dich, unser Alucard. Ist doch eine tolle Nummer. Und dann haben sie auch, dann kriegst du hin und wieder Mails, was ja sehr wichtig ist. Weil es kennt sich keiner besser aus im Manga-Bereich als ein Fan. Und die sagen dann auch, so wird das ausgesprochen, das wird so ausgesprochen. Das hilft manchmal auch. Das nehmen wir uns ja mittlerweile sogar mit ins Studio. Also, und jetzt haben wir ja sogar aus der Szene sozusagen, vorhin hat einer gesagt, er ist ein Nerd, okay, sagen wir jetzt mal Nerd, ja, die dich dann beraten, weil sie sagen, ey, so wird's ausgesprochen. Und das ist doch wichtig. Ja, also ich finde das auch gerade. Anime ist trotzdem beim Synchron immer eine schwere Sache. Viele scheuen sich davor, Animes zu machen. Ich hörte, dass es auch an der Länge gibt, wenn die hören so 300 Episoden, dann wollen sie nicht unbedingt weitermachen. Oder es ist zu anstrengend, oftmals Kampfschrei. Also ich habe jetzt von Tommy Morgenstern, der in Rainbow eigentlich aus, ich sag, fast gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist. Ja, das so. Kann ich mir schon vorstellen. Das hatte ich das auch mal so. Das ist also die Schreie, deswegen, also das habe ich auch in Actionfilmen gehabt. Jetzt Interview mit einem Vampir war das nicht, aber war das, wo ich das hatte. Wo ich auch gedacht habe, nee, Kinder. Fraser ist ja auch meistens so. Ja, genau, da war das auch. Da waren auch so viele Schreie. Und da habe ich gesagt, lasst uns die Schreie. Nee, es war vor allem, jetzt weiß ich, die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Weil da fliegen sie manchmal wirklich 3 Minuten in irgendwelche Kugeln darunter. Wo, also können sie eigentlich nie überleben, aber sie überleben. Ist halt 3D und alles cool. Ja, wunderbar. Und da musste ich auch schauen. Da habe ich gesagt, bitte die Schreie ganz zum Schluss aufnehmen. So, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit mal hier auf der Film- und Comicbörse in Hamburg genommen hast. Ja, gerne doch. Hast du noch einige letzte Worte für deine Fans da draußen, für die, die dich vielleicht auch mal irgendwo treffen wollen oder auf der Bühne sehen wollen? Ich, also wie gesagt, am 8. März könnt ihr mich sehen hier mit Pablo Nerudas Liebesgedicht. Also ich liebe sie. Es ist Liebe, es ist kein Vampir. Und dann auf der Leipziger Buchmesse bin ich auch da auf dem Nippon Art Stand oder an dem Nippon Art Stand als Alucard Stimme, The Voice of Alucard, mit meinem Freund und Promoter hier Tim Krüger. Und ja, komm mal rein, Tim, da ist er noch. Tim, hier. Da, der die ganze Zeit. Das ist Tim. Hallo, ne? Allerseits. Der mir gerade sehr viel Arbeit abnimmt. Vielen Dank. Ja, gerne. Tschüss. Okay, und da könnt ihr mich sehen. Und dann planen wir auch eine Helsing Night. Das sage ich jetzt noch nicht wo, in einem wunderbaren alten Hoftheater. Auf einem alten Schloss und da machen wir so richtig Cosplay. Ich komme auch mit Cosplay. Ich lasse das jetzt gerade hier. Da hilfst du mir, Tim. Du hast gesagt, du hilfst mir, ne? Ja, klar. Da komme ich als Alucard. Auch wenn ich ein bisschen schwerer bin. Ich bin ja mehr so Nick Nolte als Alucard, wenn man so will. Aber das wird auch noch kommen. Also es kommt. Und alles andere findet ihr unter www.torstenmünchow.com oder de. Ja. Oder der Stimmspieler. Nee, Stimmspieler.com. Ja. Alles klar, ich blende das auch nochmal ein. Und mit den Projekten von Helsing oder Alucard halte ich euch auf dem Laufenden. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, jetzt haben wir einen roten Punkt. Okay. Und. Ich glaube, wir sind noch durch. Ja, lass mich noch kurz. Vorsicht mit dem Kabel, ja. Vorsicht mit der Kamera. Ja, gut. Ja, 1A. So, jetzt haben wir das. Helsing. Helsing, ja. Hallo zu einer neuen Ausgabe.